Nach etwas längerer Zeit heiße ich euch alle verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich Freundinnen und Freunde der allerbesten Maker-Kunst. Willkommen zurück bei Die Gräfin und die Spinne. Es tut mir leid, dass es mit den Folgen doch ein bisschen länger dauert, als ich ursprünglich geplant habe, aber da kam dann Vampire Stone 3 dazwischen und da hatte das dann erstmal höchste Priorität. Aber jetzt geht's erstmal weiter hier mit der vorerst letzten Folge für dieses Jahr, aber naja gut, das ist ja auch nicht mehr besonders lang, deswegen ist auch das keine große Kunst. Dankeschön an Stronji natürlich, dass du mich in den Kommentaren begleitest und mir natürlich sagst, was ich alles so verkacke. Und das ist natürlich, wie sich's für mich gehört, natürlich ganz schön viel. Also, naja, eigentlich hat es sich in Grenzen gehalten, aber es sind stellenweise so Dinge, wo ich mich frage, ja, okay, da hast du recht, warum habe ich das dann irgendwie nicht gemacht? Also zum einen können wir mit diesem Loch hier interagieren. Ein Fußabdruck, mehr fällt mir dazu nicht ein. Okay, danke, liebe Stronji, für diesen wirklich entzückenden Hinweis. Der war wirklich, Fußabdruck, mehr fällt mir dazu nicht ein. Okay, gut, scheinbar gibt es da doch nicht so viel mehr als Fußabdrücke. Vielleicht hilft uns das irgendwie später weiter. Ich muss irgendwie sagen, das hier unten sieht irgendwie so ein bisschen abgehackt aus. Oder so ein kleines bisschen. Und dann ist natürlich hinten noch der fiese Schleim, den ich reingestochen habe. Und irgendwie hatte das für mich nicht so den gewünschten Effekt. Dann habe ich neu geladen. Und habe mich natürlich Stronji direkt gefragt, warum zum Teufel ich das gemacht habe. Und ich konnte es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Das muss der Schleim der Frau sein. Ich meine, der Schleim, von dem die Frau sprach. Und er blubbert noch komisch. Ja, mit dem Dolch natürlich reinstechen. Was auch immer das genau bewirkt hat. Na prima, es hat sich nichts getan und zu einem Überschuss ist auch noch der schöne Dolch beschleimt. Wo kam das denn her? Ach, sieh an, sieh an, sieh an. Wir haben natürlich ein Event ausgelöst und wir wissen ja, alle Spinnen müssen sterben. Und zwar natürlich auch diese hier. Igitt, giftgrüner Sabber. Siegesbedingungen für nicht alle Feinde. Wie so oft natürlich. Mit dem Spinnenschlag sollte auch diese Spinne schnell in die Ecke gezwängt sein. Irgendwie erinnert mich Raphael jetzt ein bisschen an Grandys Kampfsprite. Oder so ein kleines bisschen. Gewonnen, 40 Erfahrungspunkte erhalten, 300 Taler gefunden. Wo auch immer diese Spinne, die mit sich rumträgt. Spinnebein mit Rotz gefunden. Warum sollte jemand. Naja, da hat wahrscheinlich jemand auf die Spinne draufgespuckt. Raphael Stufe 2 erreicht, sehr schön. Damit haben wir tatsächlich den ersten Quest in diesem Spiel erfolgreich beendet. Oder war es vielleicht sogar schon der zweite? Ich hätte mir ganz ehrlich gesagt mein zweites Video vielleicht doch mal angucken und nicht nur die Kommentare lesen sollen. Aber ja, so macht man das eben manchmal. Vor allem, wenn man unter Zeitnot steht, kann ich das Zeitnot nennen. Nein, eigentlich lasse ich mir ganz schön viel Zeit. Ich meine, guckt euch doch mal diese Stadt an. Hier kann man gar nicht anders, als sich Zeit zu lassen, weil sie einfach so verwinkelt aufgebaut ist. Ich denke, das war die Frau hier direkt im allerersten Haus, die uns diesen Auftrag gegeben hat. Konntet ihr diesen fiesen Schleim im Osten finden? Ja, hier ist ein Spinnenbein mit Schleim dran. Nein, da stand vorher noch mit Rotz. Das gehörte dem Scheusal, bis ich kam. Das ist so eklig, dass ihr die Wahrheit sagen müsst. Hier, nehmt dies als Lohn. 500 Taler und ein unmodischer alter Schuh. Was soll ich denn mit dem Schuh? Soll ich den für Sie etwa noch entsorgen? Herzlichen Dank. Können wir den Schuh ausrüsten? Scheinbar nicht. Um Kleinkram handelt es sich dabei nicht. Sondern einfach nur um einen stinkenden Schuh. Selten so etwas Müffelndes gerochen. Ja, das ist wieder der typische. Ich nenne es die Gräfin und der Spinnenhumor. Die Gräfin und die Spinne natürlich nicht. Die Gräfin und der Spinne. Nee, da kann irgendwas nicht richtig sein. Aber ihr könnt ja selbst denken. Ihr könnt euch ja selbst denken, was. Und da gab es natürlich noch den Nachtwächter. Ich glaube, der war in dem Haus. Nee, das war es natürlich nicht. Vielleicht können wir da irgendwie nachts rein. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Da unten ist ein Waffenladen, aber das soll erstmal nicht unser Ziel sein. Wo war denn der Nachtwächter? Eine kleine Stadt und doch kann man sich schnell verlaufen. Hier unten waren natürlich. Bei dem wir noch eine Gesprächsoption offen haben, die uns mehr über sein Tun verrät. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich beim letzten Mal eine Gesprächsoption durchgegangen bin, aber scheinbar nicht. Ich wollte wissen, warum ihr im Keller wohnt. Das könnt ihr euch wirklich nicht denken. Ich habe mir das Haus mit einem jungen Ehepaar geteilt. Doch die beiden starben bei der Beerdigung ihrer Heldin. Beklagenswert. Cool, und auch das nimmt wieder Bezug auf die Hauptgeschichte. Finde ich eigentlich ganz interessant. Ja, auch random Nebenfiguren können in Verbindung mit Protagonisten stehen.
Oder zumindest mit Protagonisten von... Also eigentlich müsste, wenn die Gräfin und die Spinne fertiggestellt ist, was bei Gott wahrscheinlich niemals passieren wird, noch ein Prequel sozusagen erscheinen, ne? In dem wir dann eben die Vorgeschichte spielen und ja, eben die Abenteuer der Fräulein Adagio. Es wird wohl Abend werden, bis ich beim Gasthaus bin. Ich denke mal, gehe jetzt zum Gasthaus, weil wir müssen jetzt eigentlich alles geschafft haben, was Streuni uns auferlegt hat. Ah, das ist schön. Wenn ich jetzt versuche, wieder zurückzugehen, dann funktioniert das einfach so. Das ist cool. Ja, ihr habt es gerade gesehen, es war ein Testspielstand. Ja, ich teste Sachen, die in den Kommentaren geschrieben werden. Ja, das tue ich. Nicht, dass ich mich selbst spoilern will, aber mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass ich hier schon etwas tun kann, aber nicht sollte. Deswegen werde ich es machen. Ich bin mir jetzt allerdings gerade nicht ganz sicher, wo. Vielleicht hier. Raufklettern ging allerdings nicht. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wo das genau war. Irgendwo konnten wir nachts noch mal eine Spinne zeigen. Dann sollte ich aber wirklich alles geschafft haben, was Troll mir auferlegt hat. Und dann können wir auch ganz normal mit dem Spiel weitermachen und ja, wieder anfangen, Dinge zu verkacken. Ja, hier. Was für gruseliges Gefieß. Das sollte man es sich schon genau überlegen, ob man alleine damit in Kontakt treten möchte. Genau, Streuni meinte mal eher zu mir, dass wir diesen Kampf noch nicht machen sollen. Boah, die Musik ist viel zu laut eingestellt, Graf Furien. Falls du dieses Let's Play noch siehst und noch weiter an einem Spiel arbeitest, dann möge dieser Kommentar dir hoffentlich helfen. Ich kann das Schild von hier aus nicht lesen. Fuck, das ist logisch! Oh mein Gott! Das habe ich bisher noch in keinem Maker-Spiel gesehen. Das ist natürlich wirklich cool. Willkommen im Gasthaus zum Jägern. Da, wo Grammatik nicht existieren tut. Oder vielleicht doch, weil das zum Jägern hat irgendwie... Ach, wir werden die Bedeutung dessen bestimmt noch gleich erfahren. Eine Vogelscheuche, mit der wir nicht interagieren können. Nach Graf Furien, da hast du eine Gelegenheit verpasst. Ich möchte zuerst ins Gasthaus gehen. Na gut, dann machen wir das. Wow, das war ein interessanter Übergang. Oh, okay. Interessant. Eine Person, die rausgegangen ist. Mir war so, als käme mir der Mann dort hinten in der Ecke bekannt vor. Der Mann dort hinten in der Ecke. Ich hoffe, er meint nicht diesen bärtigen Piraten hier. Das sind die Privaträume. Okay, da darf wohl aktuell noch keiner rein. Liebe Wirtin, versorge uns mit Informationen. Na, was soll's denn sein? Eigentlich hätte ich jetzt auch nur ein paar Auskünfte gebraucht. Bist du hier, um zu trinken, oder willst du doch Fragen stellen? Ich möchte doch nur wissen, ob jemand Informationen bezüglich der tragischen Vorfälle hat. Ach, du kümmerst dich um die Trauerfeier. Da muss ich dich enttäuschen. Wir alle rätseln schon. Niemand weiß genaueres. Und hat einer der Gäste vielleicht was von einer verdächtigen Armee erzählt? Das wird uns gerade noch fehlen. Schade. Na dann, ciao. Hey, Jungchen. Du siehst mal aber aus, als könntest du auch ein bisschen was verkraften. Ansonsten ja gerne, aber ich bin gerade ziemlich in Eile. Aber eh ein Bier kannst du doch ruhig. Geh doch aufs Haus als Freundschaftsgeschenk. Also ich... Na gut, eins. Hier, Jüngchen. Danke. Hey, Jüngchen, du hast ja richtig drauf. Danke. Aber jetzt ich. Ein Naturtalent. Ihr erinnert mich an meine Mutter. Aber ich muss jetzt leider ganz dringend weiter. Wie du meinst, Jüngchen. Ja gut, da haben wir gerade die Wirtin kennengelernt, die uns am liebsten unter den Tisch getrunken hätte, aber es leider nicht darf. Moment. Ihr habt ja nichts verloren. Geht über, betrügt euch. Ich habe gerade versucht, nicht durch meinen Bart zu sprechen. Siehst du denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Wir sind alle ganz schön beschäftigt hier. Will denn keiner mit uns reden? Bitte stört mich nicht. Ich muss mich unbedingt konzentrieren. Ja, ist in Ordnung, Leute. Jetzt nicht. Verschwinde, man. Na gut, dann eben diese extrem auffällige Person namens Josef. Herr Josef, was macht ihr denn hier? Seht ihr den jungen Mann mit den blauen Haaren und dem grünen Umhang? Oh, mir kommt das Face bekannt vor, als hätte ich es gerade eben erst gesehen. Natürlich, gleich hier vorne. Was ist denn mit ihm? Irgendwie erinnert er mich an mich selbst. Ich weiß noch nicht so wirklich, wieso. Vor einiger Zeit habe ich mich in seine Fersen geheftet und ihn beschattet. Hat er was zu verbergen? Ich bin davon überzeugt, dass er für die Spinnen arbeitet.
Was? Einer von Arachnas Leuten? Dann müssen wir ihn dingfest machen. Nicht ohne Beweis. Und leider ist da noch ein Problem. Er ist mein Bruder. Ah, deswegen diese Ähnlichkeit. Oh je, das tut mir leid. Ich fand es heraus, als ich ihm hinterher spionierte. Ich wuchs im Waisenhaus auf, daher wusste ich bisher nichts von ihm. Jetzt will ich mir Klarheit verschaffen. Ich sage es dann, wie er etwas in die Schlucht warf, nicht weit östlich von hier. Er sah sich gut um. Er wollte dabei nicht beobachtet werden. Als er verschwand, sah ich mich um und fand schließlich das hier. Eine zerbrochene Steinplatte? Seht genau hin. Da ist eine Spinnenfigur eingemeißelt. Sieht fast ein bisschen wie ein Siegel aus. Das glaube ich auch. Leider ist die Platte zerbrochen, als er sie in die Schlucht warf. Die andere Hälfte muss noch immer da unten liegen. Die werde ich bei Tage suchen gehen. Wartet, lasst mich das machen. Ihr klärt auf, warum er das Siegel in die Schlucht geworfen hat. Hinterher lasst mir eine Nachricht, wohin ihr geht. Hab Dank. Um euch wenigstens etwas zu unterstützen, gebe ich euch den Schlüssel zu meinem Laden. Sucht euch etwas Schönes aus. Hab Dank. Das ist natürlich cool. Ein weiterer neuer Ort, den wir dann betreten können, in dem wir zwar keine Informationen bekommen, aber dafür tolle Gegenstände. Also heißt es, wir gehen jetzt natürlich erst einmal noch zurück und schauen uns in der Stadt bei Nacht um, denn ansonsten, so wie ich das Spiel kenne, verpassen wir natürlich wieder mal die Hälfte. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sein Laden der Waffenladen mit diesem extrem auffälligen Schwert ist, in den wir tagsüber nicht hinein konnten. Oh, und jetzt können wir effektiv plündern. Das ist ja fein. Ich glaube, wenn wir hingegangen, bevor wir in der Taverne waren, dann wäre er vielleicht hier gewesen. Ich weiß es nicht. Ob hier etwas Brauchbares liegt? Und wir haben hier nachts natürlich auch wieder diese extrem coole, geisterhafte Musik, die, ich glaube, aus den Elder Scrolls spielen ist. Na bitte. Vielleicht ein bisschen spittrig. Holzschild. Yay. Weiter gibt es hier nichts mehr zu betrachten. Das Gemüse müffelt aber schon verdächtig. Könnt ihr ja mal wieder waschen. Okay, Schrank ist leer. Hier ist nichts weiter Tolles drin. Okay, schade. Es war einmal viel Ralala. Wie wird mein Dieb 10 Stufen bis zum Meisterhandwerk? Leute verschaukeln leicht gemacht. Naja, wem es gefällt. Ob hier etwas Brauchbares liegt? Ich mag diese Geräusche. Es verleiht dem Spiel zusätzliche Atmosphäre. Na bitte. Hier ist eine ledierte Rüstung schon vergilbt, aber wahrscheinlich immer noch besser als alles, was wir aktuell haben, denn wir haben ja leider nichts. Ein Holzschild reißt euch bloß keine Splitter ein, der uns 10 Verteidigung gibt, und eine Lederrüstung, wesentlich primitiver, geht es nicht mehr, die uns ebenfalls 10 Verteidigung gibt. Aber hey, jetzt sind wir wenigstens gerüstet für den Kampf, was wir vorher definitiv noch nicht waren, und ein Bett, in dem wir natürlich nicht einfach so gratis schlafen können. Dann denke ich mal, haben wir soweit erstmal alles erledigt. Ins Inn zu gehen bringt uns nicht viel, denn wir sind ja auf Mission. Cool, schöne Animation. Die schlafen wahrscheinlich schon längst. Na gut, dann werden wir uns wahrscheinlich keinen Zutritt verschaffen können. Ich liebe es, wirklich. Vor allem ist es auch genau die richtige Anzahl an Hintergrundgeräuschen irgendwie. Also es ist jetzt irgendwie nicht zu viel, nicht zu aufdringlich. Und diese Musik, ich liebe diese Musik einfach. Bitte gerne mehr davon in allen Spielen dieser Welt. Ich weiß auch nicht warum. Haben wir jetzt irgendwie ein neues Territorium freigeschaltet? Schlucht. Die Klippe haben wir einfach übersprungen, oder? Hä? So, verzeiht diesen etwas seltsamen Cut, aber nun ja, ich habe meinen Computer seit einigen Tagen nicht benutzt, habe mich dann dazu entschieden, diese Aufnahme zu machen und irgendwie hat mein Browser mir gerade ganz viele Mitteilungen per YouTube geschickt, wesentlich mehr als wir lieb waren. Und das hat mich jetzt gerade ein bisschen überfordert. Aber hey, wir haben ein neues Gebiet, das wir betreten und erkunden können, natürlich schön bei Nacht. Oh, ich liebe diesen. Ich finde irgendwie den Verlauf des Flusses dort schön. Das sieht irgendwie echt gut gemappt aus. Das Mapping im Spiel ist wirklich so großartig. Ich finde es einfach so schön, was man alles aus diesem Mac in Blue immer wieder rausholen kann. Oh, da unten sehe ich schon eine Spinne. Arach greift an! Benötigt mal wieder alle Feinde. Sollte machbar sein. Wir zwängen alle Spinnen in die Ecke. Es ist ja nur eine. Und durch unser Level Up stirbt ihr auch schon mit 2 Angriffen und hinterlässt 12 Erfahrungspunkte, 10 Taler. Und eine Explosion. Yay!
Vorsicht vor dem Nebel. Was zum... Also in dieser Gegend hätte ich wohl als letztes ein Haus vermutet. Warum nicht? Ich meine, es gibt doch in allen abgeschiedenen Gegenden dieser Welt Häuser. Und gerade so im Wald. Irgendwie finde ich es ein bisschen schade, dass man diese Heilkräuter nicht mitnehmen kann. Also, es sind ja keine Heilkräuter, es sind ja einfach nur... Nun ja, platzierte Effekte oder so. Wer seid ihr? Warum betretet ihr mein Haus? Immer mit der Ruhe. Mein Name ist Raphael und ich suche ein Steinsiegel, das gestern in die Schlucht geworfen wurde. Das tut mir außerordentlich leid, aber ich habe nichts gesehen. Tschüss. Bitte, bitte, dann gehe ich eben wieder. Oh, der weiß doch mehr, als er uns zu sagen hat. Nein, danke. Ich lasse mich nicht noch einmal vollschnauzen. Na gut, okay. Ich nehme an, dass es gewollt ist, dass man hier unten so gut wie nichts sieht. Und dass man sich hier unten... Ist das eine Sackgasse? Ja, dass man sich hier unten in eine Sackgasse manövriert hat. Vorsicht, Spinne! Wir können von da unten Leute kommen. Da unten geht die Map nicht weiter. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Kann ich jetzt wieder was Tolles in dem Haus machen? Scheinbar schon. Halt! Hier schon wieder. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr gehen sollt. Ui, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich gerade den ersten Rechtschreibfehler gefunden. Vielleicht auch den zweiten, wer weiß. Kennst du den Mann, Kalia? Irgendwie sieht er ein bisschen aus wie eine Frau. Ich gehe davon aus, dass er ein Mann sein soll. Und allgemein sind das wieder ganz coole Edits von unterwegs in Düsterbrook-Facets. Ja, er war erst gerade eben wieder gegangen. Er scheint was zu suchen. Genau so ist es. Ich hätte hier irgendwer erlaubt zu sprechen. Mensch? Mensch? Was seid ihr denn für welche? Gestatten, dass wir uns vorstellen. Der junge Bursch hinter mir ist mein Sohn Kalia. Der Herr links neben euch ist mein Vater Kroktier. Und mein Name ist Achiel. Nicht Ariel, sondern Achiel. Nett, euch kennenzulernen. Ich bin Raphael. Aber sagt, warum lebt ihr so einsam in der Schlucht? Einsam zu dritt. Ist das die Definition von einsam? Es geht euch nichts an und jetzt verschwindet. Vater! Könntest du mir mal bitte verraten, was das soll? Es liegt doch auf der Hand, dass er vom alten Fritz losgeschickt wurde, um uns zu töten. Was? Ich bin lediglich hierher gekommen, um ein Siegel zu suchen, das ein Anhänger Arachnas in die Schlucht geworfen hat. Ha, das kann ja jeder sagen. Jetzt schmoll doch nicht schon wieder. Wir können ihm bestimmt vertrauen. Ihr seht viel zu schwach für einen Krieger aus. Ah! Der Humor des Spiels ist echt großartig. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Wer ist da? Ich bin General Nonix. Ich bin auf der Suche nach einem Offizier von mir. Sein Name ist Raphael. Habt ihr ihn gesehen? Bitte, habt mich nicht gesehen. Was wollt ihr denn von ihm? Es reicht, wenn ich es ihm persönlich sage. Wartet, ich sag's euch. Aber schickt erstmal meinen Vorgesetzten hier weg. Du bist uns dann aber was schuldig, Junge. Verstanden? Nein, tut mir leid. Hier ist niemand und wir haben auch keinen hier gesehen. Und hier wird auch niemand vorbeikommen. Nun gut. Wenn er aber doch noch kommt, dann schickt ihn bitte zu mir. Ich denke, da wird Raphael früher oder später noch von selbst hingehen. Keine Spur von Raphael. Ich wette, er hat sich aus dem Staub gemacht. Gebt ihn zur Fahndung raus. Wenn ihr ihn findet, bringt ihn zu mir. Hat er nicht immerhin 10 Tage? Ja, aber wie soll ich sicher gehen, dass er arbeitet, wenn ich ihn nicht finden kann? Und von Graubeeren fehlt auch jede Spur. Suchen wir jetzt erstmal Graubeeren. Der alte Mann ist nicht dabei Kräften, um seine gefährliche Suche alleine auf sich zu nehmen. Das heißt auch, er könnte früher oder später unsere Party joinen. Yay! Danke. Aber nun mal raus mit der Sprache. Also gut. Ich bin ein Offizier und war für die Sicherheit des Königs und anderer Personen zuständig. Allerdings wurden wir von Arachne angegriffen. General Nonix gab mir 10 Tage, um Arachne aufzuhalten. Und jetzt will er mich wohl auf Schritt und Tritt kontrollieren. Keine sehr angenehme Situation. Aber nun zu uns. Wir wohnen hier, weil auf uns ein Fluch lastet. Kennst du zufällig Werwölfe? Nicht persönlich.
So ähnlich ist es bei uns, nur dass wir nicht zu Wölfen werden, sondern zu, naja, wie soll ich dir das am besten beschreiben? So eine Art Zombie, nur dass wir uns noch unter Kontrolle haben. Ja, so in etwa. Das eigentlich Schlimme ist etwas ganz anderes. Was denn? Es wurden nie Frauen mit diesem Fluch belegt. Deshalb müssen wir zur Heilung unserer Art immer Frauen aus den naheliegenden Dörfern entführen. Allerdings werden dann immer nur Männer geboren, nie Frauen. Oh, und was passiert dann mit der Frau, wenn das Kind da ist? Entweder lassen wir sie dann wieder in ihre Heimat zurück, oder sie bleiben hier. Leider wurde aber gerade zu einer Hetzjagd gegen uns aufgerufen, sodass wir uns hier versteckt halten. Aber ihr seht doch aus wie Menschen. Das stimmt schon, deshalb können uns die Menschen ja auch nicht erkennen, aber dafür die Tiere umso besser. Und hier kommst nun also du ins Spiel. Ich? Ja, du. Du schuldest schließlich noch einen Gefallen. Na gut, von mir aus. Also, was muss ich machen? Wir brauchen eine Frau. Uns kennt man schon in den näheren Dörfern. Dich nicht. Daher werden wir dich bitten, uns eine Frau zu bringen. Und wo soll ich die hernehmen? Ich kann doch nicht einfach einer Familie die Mutter oder Tochter klauen. Das soll dein Problem sein. Ich werde mich auf die Suche nach dem Siegel machen, das ja angeblich in der Schlucht liegen soll. In Ordnung. Habt ihr vielleicht irgendwelche Vorlieben? Blond? Dünn? Es ist uns so ziemlich egal. Sie sollte nur nicht rote Haare haben. Oh nein. Und warum nicht? Weil rote Haare überhaupt nicht zur Einrichtung dieser Hütte hier passen. Okay. Dann gehe ich jetzt mal auf Brautschau. Können wir die Leute vielleicht noch irgendwie beklauen? Schön, wie der Schrank die Farbe des Mooses übernimmt. Nein, aber wir können doch irgendwelche coolen Sprüche von Raphael hören. Leute, wenn ihr euch alle vor diesem Krug versteckt, dann bin ich nicht in der Lage, mit dem Krug zu interagieren und das hat uns jetzt sowieso nichts gebracht. Na gut, alles klar, dann würde ich sogar vorschlagen, dass ich diese Hütte erst einmal verlasse, das Spiel abspeichere und mich wie immer natürlich über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freue. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass ich in dieser Episode großartig viel verpasst habe. Deswegen, und natürlich auch, um den Fluss hier auf diesem Kanal zu gewähren, werde ich wohl in den nächsten paar Minuten noch eine Folge von Die Gräfin und die Spinne aufnehmen. Abgesehen davon, dass ich das Spiel ja auch schon ziemlich lange nicht mehr gespielt habe und jetzt irgendwie nur 20 Minuten zu spielen wäre irgendwie auch ein bisschen zu schade. Dafür mag ich das Spiel auf jeden Fall zu sehr und dafür mag ich die Atmosphäre des Spiels zu sehr und dafür habe ich gerade irgendwie, ja, die Zeit. Na gut, alles klar, Leute, dann bis zur nächsten Folge von Die Gräfin und die Spinne. Ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, ihr tut's auch und seid wie immer gespannt, denn ich bin es auf jeden Fall. Bis dahin.